ganzen Tag. Damit sie gut geht, will sie fressen, ich stelle ihr nichts hin. Sie isst nichts auf. Die Katze hat auch immer eine Familie, die sie besitzt. Es ist meistens ein Vater, eine Mutter und zwei Kinder. Die Kinder streicheln die Katze den ganzen Tag, bis die Katze keinen Bock mehr hat und sagt Knippo. Die Katze denkt nicht nur an sich, sie denkt auch an die Kinder. Wenn sie durch den Haushalt streift, sucht sie eine Maus. Doch das Haus ist clean. Die Kinder erwarten, dass die Mutter sie füttert. Sie sind noch klein und können noch kein Butterbrot schmieren. Der Vater geht morgens um 4:45 aus dem Hause raus und hinters Haus unterm Balkon. Er schnippt sich eine Zigarette aus der Schachtel und beginnt mit seinem Tagewerk. La 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 la. Er steht den ganzen Tag unterm Balkon und raucht. Und die Mutter denkt, warum ist denn die Wäsche so gelb? Sie denkt, er ist zur Arbeit, doch es ist peinlich, dass er arbeitslos ist. Die Kinder gehen zur Schule und zur Kita und zur Tageskinder, Kinder, Kinder. La, la, la. 48 Stunden sind die Kinder weg, dann eine halbe Stunde zu Hause, dann wieder weg. Kita, Tageskinder, Gestaltungstherapie. Und der Vater kommt abends um 7:30 von der Arbeit. La, la, la. Seine Frau liegt schon auf der Couch. Sie hat die Strumpfhose noch an. Jetzt mein Vibraphon. Durchs Fenster, was nur gekippt ist, bleibt hängen. Die Familie fährt in Urlaub, die Katze hängt 6 Wochen alleine im Fenster rum, wird von einem Clown gefüttert, der vom Straßenfest übrig geblieben ist. Er ist in einer Seifenblase versteckt und Schluss. Bravo.